Also Leute, Baller League startet heute. Liga von Mats Hummels und Podolski. Mit dabei als Teammanager sind Sascha und Monte haben ein Team. Knossi mit Max Kruse haben ein Team. Gamer Brothers, Tizi Schubeck, Henno hat ein Team. Felix Lobrecht und Contra K bilden ein Team. Beton Berlin, auch ein krasses Team. Und noch weitere Sachen, 12 Teams insgesamt. Ich bin Teammanager. Wir haben zusätzlich jeder noch einen Coach oder einen Scout an die Hand bekommen. Letzte Woche haben wir krasse Teams zusammengebastelt. Und jetzt beginnt das Ganze. 12 Wochen lang wird jetzt jeden Montag gegeneinander gespielt. In der Halle, also Indoor das Ganze, hier in so einer riesen Halle. Ich glaube hier 500, 600 Zuschauer sogar Platz. Ich habe gerade Mats Hummels getroffen. Er hat mich direkt darauf angesprochen, auf den Clip. Ich bin ja jedes Mal in jedem FIFA mega ausgerastet, weil man wartet sehr, sehr, sehr lange, teilweise Stunden auf ein Walkout. Dann leuchtet alles, dann kommt ein Walkout, alles blinkt, du denkst, du ziehst den krassesten, teuersten Spieler überhaupt. Und Mats Hummels ist ja ein Walkout. Allerdings ist es in FIFA so, dass gefühlt alles egal ist, was ein Spieler hat. Es geht nur um Schnelligkeit. Und in FIFA ist er, glaube ich, sogar der langsamste Walkout mit 57 Sprintgeschwindigkeit. Das heißt, der ist dann auch in FIFA nichts wert, sagt er selber auch. Also, und ich habe den ja über 30 Mal gezogen und bin jedes Mal mega ausgerastet. Aber er sagt selber, er spielt sich in FIFA nicht sehr gerne, weil es in FIFA nur um Laufgeschwindigkeit geht. Er nennt sich selber den Dicken in FIFA, hat er gesagt. Hatte ich schon ganz vergessen. Babak Rafati angeführt. Team Gönnergy und Team Hardstack Royal. Ultra geil. Ey, was haben wir hier für einen geilen Platz? Ja, das ist direkt rechts neben uns. Hier ist nur alles Glas und wir können es direkt sehen. So ist der Anstoß. Das ist der Anstoß. Referee-Kollege vom Baba direkt erster Ballgewinn, sehr wichtig vom Team. Ja, da sind wir, sehr wichtig. Erste Saison. Unsere Jungs machen direkt ein bisschen Druck. Gönnergy, Hardstock Royal, die Mannschaft von Trimax. War direkt abseits? Direkt. Ihr habt den Pfiff hier gehört. Wir Sauber. Spielen hier mit lange Bälle auf Kleinfeld ist aber auch blöd. Just saying, ja. Das verändert das Spiel. Schön. Schöner Pass. Wunderbar. Das ist unser erstgewählter Spieler, Melek. Oh. Geil durchgesteckt. Mitte. Oh. Das ist das 1:0, er läuft ins Tor. Geil, das 30 Sekunden. Boah, direkt, wir haben direkt eingefressen, Alter. Das ist scheiße. 1:0. Also ich glaube, Leute, nach 30 Sekunden erstes läuft der Captain mit dem Ball ins Tor. Ist es, also da ist Melek auch durch interessante Finte. Super durchgechippt. Sulmer ist also der Sieg und ganz locker. Ganz locker. Oh, ich würde so gerne jetzt hochgehen zu Monte und Sascha. Mann. Oh, warte, er hat vorher noch zu mir gesagt, ich feiere dich. Ey, er sagt das und schießt jetzt ein Tor und er kriegt nachher noch eine Ansage, der Elfer. Digga, das gibt's doch nicht. Wir müssen direkt den Anschlusstreffer machen. Ja, 100%. Reinfliegen auf den oh mein Gott, wie verliert er den Ball, Bro? Und zack, Pass. Durch die Beine und er hat den Ball nicht berührt. Das ist Freistoß. Nichts. Nee, ist reingelaufen. Nein, gar nicht. Jetzt moderieren drei Leute schlagen. Direkt geht? Oh mein Gott! Ich finde mein Team so toll. Also bisher Ballbesitz 80-90%. Oh, der läuft einfach davon. In der Mitte ist da jemand. Oh mein Gott. Und das ist es, 2:0. Also das ist eine Dominanz. Das ist so böse. Ja, 2:0. Holy shit. Die Gönnergy Allstars sind da übelst am struggeln. Was soll denn das sein? 0-2. Was geht da ab? Digga, 2:0 liegen wir hinten. Aber auch echt geil gespielt. Melek schon wieder an ihn vorbei einfach. Wirklich geil gespielt. Was ist das für ein Antritt? Guck mal hier, und vorbei. Super vorbereitet hier. Er hat beide. Oh, der war Antoni. Gefühlt schon drin, der war schon gefühlt schon drin. Montes Rentnermannschaft kann nichts. Rüber im Stream. Und Ball wiedergeholt. Boah, schön durchgesteckt. Und durch, Melek. Und Melek läuft Melek. Durch. Melek! Und es ist das 3:0. Ja! Das ist ja so geil. Oh, shit. Ey, Monte, ich würde noch ganz schnell einen Ex-Profi einwechseln, der 56 ist. 3:0. Du hast die Leute zu sehr verwöhnt. Bro, Max wird mir das unter der Nase reißen. Ja, 10 Jahre. Max, ich habe mit dem Typen fucking Podcast. Wir müssen das Ding noch gewinnen. Ich weiß auch nicht, was los ist. Die Jungs sind da vorne. Ich glaube, wir brauchen agile Leute. Hans Sapai oder Effenberg auch kommt. Oh mein Gott, was für ein Ballgewinn. Zack. Schön gehalten vom Torwart. Schön gehalten. Wichtige Parade vom Keeper. Super gehalten. Muss er. Und das braucht man hier. Kein schlechter Pass. Oh, der hat ihn. Parade von Jan Fausewee im Tor. Jetzt. Oh, schade, aber gute Aktion. Gute Aktion. Auch, dass er nochmal weiter rennt und dann mit links den Abschluss sucht. Gute Aktion. Eingeleitet da den nächsten Angriff. Na gut, klappt.
Was? Schön von Eichel, schön von Eichel. Reichel, nicht Eichel. Oh, da gibt's ein Glücksrad. Wir schauen erstmal auf den Angriff und eventuell der Anschluss. Oh mein Gott, der Torwart auch noch. Aber da muss mehr durchgegriffen werden im Mittelfeld. Das reicht nicht. Ich hab's gerade ausgesprochen. Schön. Das ist der jüngste Spieler übrigens von uns. Nummer 27. Jetzt. Oh, gut gehalten vom Keeper, Mann. 3-0 wichtig. Schon länger kein Tor mehr. Aber läuft ja gut. Bitte nicht das 4-0. Oh mein Gott, mit links! Let's go! Das kann doch nicht sein, Jungs. Willst du eine Ansage unten machen? Wir haben den links nicht ins Team gewählt, damit wir auch jemanden stark über links haben. Und dann haut er den mit der linken Klebe da rein. Dafür haben wir ihn ins Team gewählt. Ihr versteht das nicht. Ab jetzt nur noch Volley-Tore. Nur noch Volley-Tore. Heilige Scheiße. Alter, moin. Auch englischsprachige Zuschauer. Ja, sehr gut. Moin. Selbst? Es sind auch von den Spielern. Es läuft fantastisch. Ja, das ist krass. Hammer, Hammer. 4-0. Melek Anduni. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, meine Stimme ist gebumst. Ja. Oh, Reichel, ganz wichtig. Ein, zwei schnelle Tore jetzt. Es kann auch mal hektischer werden, aber dafür haben wir die Refs. Dribbling. Oh nein, da muss er rein. Nein. Und dann ist der Verteidiger noch da. Nein. Wahnsinn. Es bleibt bei 0 Toren für Monte und Saschas Team. Wer war falsch? Wir? Oh, wer ist denn? Keine Abseits? Schön von Reichel. Schön gehalten. Nein, da muss ich mehr Laufs machen können im Eishockey. Jetzt einmal passen, bitte passen. Machen. Das muss der nächste Treffer sein. Und das ist es. 5-0. Let's go. 5-0. Let's fucking go. 5-0 für Hardstark Royal. Breite, Max. Oh mein Gott, eingeleitet. Schönes Dribbling. Richtig, das ist stark. Das ist stark. Wir können es, glaube ich, spielerisch gerade nicht gut lösen. Ich glaube, wir brauchen wirklich Leute, schön auf 0 Foul! Ist ein Foul. Ich foul hier und mache ihn ins Eck oben rein. Oh mein Gott. Von Love Island 2023. Und der Torwart war dran. Ich habe da noch einen Klatschen. Der Torwart war wieder dran. Das ist es, Leute, die Reflexe. Endlich, jawohl, Anschlusstreffer, wichtig. Ja, wir müssen Gas geben jetzt. Super, ne? Ja. Wir spielen ja auch mit der Regel, letzter Tor entscheidet. Gut, sauber. Wir spielen ja auch mit der Regel, letzter Tor entscheidet. Ein Tor, okay, komm. 5-1. Okay. 5-1. Eine neue Sache. Guck mal, das ist es. Das ist es. Und zack, eiskalt! Das hat er doch schon mal gemacht. Ist doch links? Ich glaube nicht. Doch nicht. Einer hat reingeschrieben. 1 wäre geil. 7-1 wäre wichtig. Die Chancen sind da. Ja, ist er. Das war klar. Das gibt's nicht. Und wenn 7-1 wäre gut. Knackige 7-1 würde ich fühlen. Der arme Monte. Den macht er normalerweise im Schlaf. Bro, wo schießt er den hin, Junge, am Zickzack? 3 Minuten immer mit Sonderregel. So fast forward, welche Regel ist das? Oha, Galaxy Fast Forward heißt, jetzt für die letzten 3 Minuten überquert der Ball die Mittellinie. Darf kein Rückpass mehr in die eigene Hälfte gespielt werden. Okay. Basketballregel. Ich hoffe, Basketball-Regel. Das ist soweit Basketball-Regel. Überquert der Ball die Mittellinie, ist schön. Kein Rückpass mehr in der eigenen einmal rüber, Hälfte. Einmal rüber. Erlaubt. Boah, wenn der ankommt, ist böse. Gedacht. Auch nicht schlecht gedacht. Abseits. Leandro 15 mit der 11, der sich richtig reinarbeitet hier in diese Partie. Schön. Oh, macht das stark. Und der Torwart, der ist vorher schon geflogen. Der Keeper ist echt stark. Ist auch noch gar nicht so alt, der Stürmer. Okay. Aber bei Lautern Maxi in der kommt an. Postkarte nach dem Spiel. Abseits. Abseits. Oder? Nein. Nein, kein Abseits. Kein Abseits. Oh, nein, den hat er. So schön gespielt. Das ist ja das 7-1. So schön gespielt. Also von ganz hinten. Ja, das war ein wunderschöner Angriff. Hohen Pässen und boah, das Leute, war so was ist schön. Das? Machen die Sache gut, aber die haben das gibt doch nicht! Schuh. Hey, ich gehe runter, ich wechsle mich selber ein. Das ist, weil die schon bezahlt worden sind. Nein, Vizepräsident, raus! Du kannst nicht alles auf raus den mit dir! Der ist von Monte und Sascha Hellinger. Oh, das war ein Tunnel. Oh, psala, das war ein anderes Event, Sascha Hellinger als Co-Kommentator gewesen ist. Also, ist es das? Ich gehe raus nach vorne. 6-1. Spiel in der Geschichte der Border League. Ja, also das war's komplett, Arino. Also ich sag euch ehrlich, zweite Halbzeit zufriedenstellend. Ich fand, zweite Halbzeit waren wir stark. Erste Halbzeit war Vollkatastrophe.